Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Video und möchte euch noch jemanden vorstellen, nämlich mich. Mich will sie vorstellen. Genau, das ist meine kleine Kiki. Das verstehen die Leute doch noch gar nicht. Hallo ihr Lieben, ich bin die kleine Kiki. Ich bin das innere Kind von der Großen da. Genau, das ist viel besser erklärt. Ja, wir wollten euch jetzt mit diesem Video und mit der kleinen Kiki zeigen, was ist denn eigentlich das innere Kind? Wie zeigt es sich, wie nimmst du es denn vielleicht unbewusst wahr oder auch bewusst wahr? Das heißt, dieses innere Kind ist der rein fühlende Anteil in dir. Denn am Anfang warst du nur Gefühl. Und dieses innere Kind zeigt sich immer mal wieder. Nämlich genau dann, wenn im Außen was passiert, wo man dann ins Gefühl kommt. Ne? Genau. In die Traurigkeit. Oder in die Angst. Oder auch in die Wut. Denn das wird dann ganz oft weggedrückt von euch Großen. Ja, genau. Denn in dem Moment greift diese eigene Schmerzvermeidungsstrategie, dass man sich diesem Thema einfach nicht stellen möchte. Ich gebe euch jetzt mal ein Beispiel, wie es sich anfühlt, wenn das innere Kind präsenter ist als dein innerer Erwachsener. Und zwar gebe ich dieses Beispiel an dem, was ich gerade mache, nämlich ein Video drehen. Es gibt einen Anteil in mir, der sagt, was rocke ich, es ist überhaupt gar kein Thema. Ich habe meine Themen, ich weiß, was ich sage, ich weiß, was ich rüberbringen möchte. Alles gut. Und dann gibt es einen anderen Anteil, der sagt was ganz anderes. Ich weiß nicht. Ich vergesse bestimmt den Text. Und ich habe vielleicht auch nicht die richtigen Klamotten an. Und ich bin zu dick. Und ich schwitze. Und die mögen mich nicht. Und was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Kennt ihr das? Kennst du das? Wenn auf einmal dieser zweifelnde Anteil in dir ist, dieses Nervöse und auch dieses Unruhige, das ist dein inneres Kind. Aber dieses innere Kind hat hier in diesem Film eigentlich nur in ihrer Rolle etwas zu tun, aber ansonsten keinerlei Verantwortung zu tragen. Und bei diesem Anteil, den du hier siehst, nämlich mich, genau zeigt sich auch mein innerer Kindanteil. Es gab einen Anteil in mir, der war wie eine Rampensau. Der wollte im Mittelpunkt stehen, der wollte sich zeigen, der wollte sich präsentieren. Ja! Und das hier, ich, ist dieser Anteil. Es gibt aber eben auch andere Anteile in mir, die einfach überhaupt nicht dafür gedacht wären, jetzt hier einen Film zu machen. Und die zeigen sich dann eben auch. Aber dieser innere Kindanteil von dem, was ich gerne als Kind mir gezeigt hätte von mir, ja, das ist meine kleine Kiki. Genau. Und wenn ich jetzt diesen Film mache und dieses unangenehme Gefühl kommt, was wir eben gesagt haben, ich bin zu dick, ich schwitze, ich verhaspel mich, ich habe Angst. Dann ist es wichtig, diesem Anteil zu sehen und nicht wegzuschieben. Denn das ist das, was wir ganz oft dann tun. Dann kommen auch so Glaubensmuster. Stell dich nicht so an. Ist doch nicht so schlimm. Bleib mal auf dem Boden der Tatsachen. Aber dieses innere Kind in dir ist dein Gefühl. Und Gefühle wollen gefühlt werden. Und erst wenn wir sie gefühlt haben, dann fließen sie von alleine ab. Und deswegen könnte in solchen Situationen das folgendermaßen aussehen, und das mache ich eben auch selber, wenn ich in eine Erwachsenensituation komme und merke, dass mein inneres Kind damit so überhaupt nicht klarkommt, dann meldet sich ja meine Kleine, zum Beispiel mit dem Thema Selbstzweifel. Und dann wende ich mich diesem inneren Kindanteil zu. Mir, ne? Genau. Sollen wir das mal demonstrieren? Ja, ich würde sagen, das machen wir jetzt einfach mal. Okay. Oh,
Angst. Ich verhaspel mich bestimmt jetzt gleich mit dem Film und ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Und ich bin zu dick, die Leute mögen mich nicht. Und dann wende ich mich diesem Anteil zu und sage, mein kleiner Schatz. Ja, Mama? Also ich sage immer Mama zu der Großen. Nur so, damit ihr das versteht, ne? Genau. Dann sage ich, mein kleiner Schatz. Ja, Mama? Du brauchst hier gar nichts zu tun. Ich danke dir, dass du dich zeigst mit diesem Gefühl von Selbstzweifel. Aber das, was hier gerade passiert, das ist die Erwachsenenwelt. Du brauchst keine Verantwortung tragen. Du brauchst keine Entscheidung zu treffen. Du darfst einfach das Kind sein. Ah, das ist ja mal cool. Und für dich habe ich ja auch einen geschützten, behüteten Raum in mir. Ja. Wisst ihr, dass ich ein Zuhause habe in meiner Mama? Ich wohne in ihrem Herz. Und das ist voll toll da. Das ist so ein Fantasy-Schlaraffenland-Schmetterlingsgarten-traumhaft schön. Und alles, was ich brauche, bekomme ich da. Und ich bin beschützt und behütet. Genau. Und in dem Moment, wo sich dieser innere Kindanteil zeigt, kannst du dir vorstellen, dass dein inneres Kind, was in deinem Herzen wohnt, merkt, dass du die Erwachsene in eine Situation bist oder gekommen bist, wo sie dir helfen möchte. Und in dem Moment braucht es ganz deutlich die Annahme dieses inneren Kindes, dieses Gefühls, auch die Wahrheit, das heißt, diesem Gefühl zu vertrauen und sich das nicht wieder auszureden. Das machen die Großen nämlich ganz, ganz oft, ne? Genau. Und in dem Moment auch zu sagen, du brauchst hier keine Verantwortung zu tragen. Also das innere Kind aus der Verantwortung rausnehmen. Und nicht in dem Moment das zu bestätigen, dass sie hier irgendeine Entscheidung treffen muss oder irgendeine Verantwortung hat. Und dann wirst du merken, wie ein Teil in dir wieder ruhiger wird. Weil du hast dieses Gefühl, dein inneres Kind wahrgenommen. Du hast es aus der Verantwortung entlassen. Und damit kann es wieder Kind sein. Genau. Und dann würde ich einfach weiterspielen in meinem Schlaraffen-Traumland-Schmetterlingsgarten. Und das Tolle ist, Mama, das musst du jetzt sagen. Genau. Das Schöne ist, in der Zeit, wo dein inneres Kind einfach Kind sein darf, entfaltet es all diese Lebendigkeit, diese Leichtigkeit, diese Lebensfreude, diese Begeisterung. Und das ist wieder etwas, was natürlich dein Erwachsenenleben bereichert. Damit es nicht so tröge ist oder damit du einfach auch diese Ausstrahlung hast. Diese lebendige Ausstrahlung ist dein inneres Kind. Genau. Und deswegen ist es so wichtig, diesem inneren Kind immer mal wieder Raum zu geben und vor allen Dingen in den Situationen, in denen es sich durch diese Zweifel, durch diese Ängste, durch dieses mangelnde Selbstvertrauen zeigt. Denn es braucht die Annahme und nicht das, was wir oft aus unserer Konditionierung gelernt haben, das Wegdrücken oder die Glaubensmuster, die dann sagen, stell dich mal nicht so an, Indianer kennen keinen Schmerz oder was es auch alles für Glaubensmuster gibt. Habt ihr das jetzt verstanden? Und das ist so einfach, ne Mama? Sag doch mal. Ja, das ist wirklich einfach. Wenn man in dem Moment, statt vielleicht ein-, zweimal tief einzuatmen, sich in dem Moment auch mit seinem inneren Kind verbindet, weil dieser Anteil sich wirklich dadurch zeigt, dann ist es schon mal, dass dieses innere Kind sich gesehen fühlt in seinem Schmerz, in seiner Traurigkeit, in seinem Selbstzweifel. Wenn du es nämlich nicht siehst, dann, ja, dann komme ich noch viel, viel doller auf die Bühne. Auf, ja, dann, boah, was ich dann machen kann, dann kann ich alles in dein Leben ziehen, bis du mich wahrnehmen musst. Bis du endlich merkst, wie es mir wirklich geht. Und genau das ist es. Dieses innere Kind braucht dich, braucht den inneren Erwachsenen, braucht die emotionale Sicherheit, braucht Geborgenheit, Trost,
Anerkennung, Aufmerksamkeit, vor allen Dingen gesehen werden. Genau. Und wenn du deinem inneren Kind immer mal wieder Raum gibst, dann wird es all seine Lebendigkeit und Leichtigkeit in dein Leben entfalten. Wie meine Haarspangen, das sind alles Schmetterlinge. Genau. So entfalte ich dann auch die ganze Lebendigkeit in dein Leben. Genau, ihr Lieben. Ich hoffe, dass ihr mit diesem Video und mit meiner kleinen Kiki jetzt ein bisschen mehr diese innere Kind-Thematik, vielleicht auch ein bisschen spielerische Art und Weise, versteht. Und ich würde mir sehr wünschen, wenn ihr das nächste Mal in so einer Situation, in der ihr Zweifel habt oder Angst, genau, dass ihr sie nicht wegdrückt. Denn wenn ihr Gefühle von euch wegdrückt, drückt ihr immer gleichzeitig auch euer inneres Kind weg. Und dieses innere Kind braucht dich. Genauso wie du seine Lebendigkeit und Leichtigkeit brauchst, um ein erfülltes, glückliches Leben zu führen. Ich danke dir von ganzem Herzen für deine Zeit, deine Aufmerksamkeit und würde mich sehr über ein Like freuen. Und wenn es dir gefallen hat, dann schreib doch einfach mal was in den Kommentaren, was dir besonders gefallen hat. Und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!